sagen, sie wissen nicht, ob sie dafür sind, dass Armin Laschet Kanzler wird, dann zeigt das einfach nur, dass die Machtfrage in der Union im Moment nicht entschieden ist. Die ist offen. Und wie soll man mit einer solchen Partei ernsthaft in Koalitionsverhandlungen gehen, wenn gar nicht klar ist, wer in dieser Partei zukünftig das Sagen haben wird? Das ist, ich halte das für ausgeschlossen. Ich glaube auch nicht, dass die Frage, ob jetzt Jamaika oder die Ampel kommt, noch in einer 50-zu-50%-Weise offen ist. Nein, das ist sie nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende Koalitionsverhandlungen über eine Ampel aufgenommen werden, ist sehr, sehr viel höher. Und ich finde, das hat auch, was, wenn man sich heute die Körpersprache angeguckt hat auf diesen Statements, die da gemacht wurden nach den ersten Sondierungsgesprächen, war das auch sehr deutlich, dass es so kommen wird. Das heißt noch nicht, dass es ein leichter und sicherer Weg zur Ampel werden wird. Es ist doch ein Irrwitz. Wir reden jetzt über ein Ergebnis der Bundestagswahl. Und wenn Sie sagen, ja, wir sind nicht die Ersten und wir haben nicht den Anspruch, den Kanzler zu stellen, dann müsste die CDU auch konsequent in die Opposition gehen. Aber Sie wollen einerseits gerne eine Regierung bilden, sagen aber nicht, wer die Regierung anführen soll. Und ich finde, wir sollten uns jetzt mal alle kein X vor ein U machen. Bei dieser Bundestagswahl drehte es sich vorrangig darum, wer zukünftig als Kanzler oder Kanzlerin Deutschland führt. Das ist das, was die Menschen auch total bewegt hat, weil ja Frau Merkel nach 16 Jahren Kanzlerschaft, und man kann mit ihr unterschiedlicher Meinung sein, aber sie hat dieses Land solide regiert und die Bürger hatten immer ein großes Vertrauen, die Frage im Raum stand, wer ist Kanzler? Und jetzt erzählen Sie hier ernsthaft, Sie wollen einerseits eine Regierung bilden, aber können den anderen nicht sagen, wer dann den Kanzler stellt. Wie entsteht Vertrauen? Vertrauen entsteht doch. Warum vertrauen wir jemanden? Entweder, weil er überleitendes Vertrauen hat, weil jemand anders gesagt hat, dem kannst du vertrauen und du vertraust ihm. Oder weil jemand gibt, obwohl er nicht muss. Oder weil jemand nicht nimmt, obwohl er könnte. Und das muss erreicht werden, damit dann die Ergebnisse, die kommen, auf einem Level sind, wo man sie erklären kann. Denn das wird die Aufgabe dann auch danach sein. Dass es nicht einfach so ist, so, das ist jetzt der Koalitionsvertrag, fertig, Ende, aus. Sondern dass wir dann erklären können, warum wir was gemacht haben. Und das ist genauso, wie wenn ich jetzt die Rückfrage stellen würde, wollen wir denn beim Thema Mindestlohn wirklich jetzt die Gewerkschaften entmachen und sagen, die machen das nicht mehr in der Mindestlohnkommission, sondern das macht jetzt die Politik, wissend, dass dann in vielleicht 4 Jahren eine andere Politik den Mindestlohn bestimmt, oder lassen wir es bei den Sozialpartnern? Ich glaube, die Menschen haben in Deutschland, ich sage das heute auch so zwischen Chemnitz, Bremerhaven, Heidelberg, haben die doch den Wunsch, dass was Vernünftiges rauskommt und sagen, okay, ist nicht ganz meine Meinung, aber ich möchte eine Lösung haben, die voranschreitet. Wollen Sie, Herr Röttgen, dass Armin Laschet Kanzler wird? Wir wollen diese Gespräche führen und so wie es Herr Fricke und Herr von Notz gesagt haben, ermitteln, gibt es eine Übereinstimmung in der Sache, in den Inhalten, die den Problemen, die wir gemeinsam bewerten, gerecht wird. Das ist der Maßstab. Wenn es dazu kommt, dass dann, wenn man dazu kommt, dass Jamaika die größere Übereinstimmung hat als die andere Koalition, dann kommen am Ende auch Personalfragen. Und wir haben einen Kanzlerkandidaten gehabt, mit dem sind wir in den Wahlkampf gegangen. Aber die Aufgabe, die jetzt vor uns steht, ist die, eine politische Übereinstimmung zwischen den Parteien zu finden. Das machen wir und dann kommen am Ende auch die Personalfragen. Ich glaube erstmal, dass das richtig ist, dass man das basisdemokratisch rückkoppelt und absegnen lässt, was man verhandelt. Und ich glaube, aber dann hat Jamaika keine Chance, oder? Das würde ich so nicht sagen. Es kommt eben sehr darauf an, was man verhandelt bekommt. Und wenn Sie am Anfang eben alle Optionen vom Tisch nehmen, dann bleibt Ihnen wenig Verhandlungsmasse. Und insofern finde ich es vollkommen richtig. Also doch eine taktische Option. Es ist keine taktische, sondern es geht darum, für die grünen Punkte in unserem Wahlprogramm, für die Sachen, die für dieses Land anstehen, für den Kampf gegen die Klimakrise, für eine stärkere Sozialpolitik in Deutschland, so viel rauszuholen, wie es irgendwie geht. Und da Türen sozusagen erstmal per se zuzudrücken, bevor sie überhaupt anfangen zu verhandeln, davon kann man nur streng abraten.